Jetzt darf ich das Wort an die Legationsrätin in der Abteilung für internationale Ordnung des Auswärtigen Amtes im Referat für nukleäre Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Ich darf das Wort an Frau Isabella Neisinger geben. Sie ist Alumna der Bucerius Law School. Wir freuen uns auf Ihre Rede, liebe Frau Neisinger, die insbesondere an unseren Bachelorjahrgang gerichtet ist, aber alle anderen dürfen auch zuhören. Danke. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin Bühle-Wölki, sehr geehrter Herr Landgräbe, sehr geehrter Herr Landstein, sehr geehrter Herr Skouris, liebe Professoren der Bucerius Law School, liebe Angehörige und Freunde, Freundinnen und natürlich liebe Bachelor-Absolventen. Vor allem erst einmal ganz herzlichen Glückwunsch an euch. Ich hoffe, ich darf noch du sagen. Ihr habt euren meist wahrscheinlich ersten Hochschulabschluss erworben und das hat euch viel Disziplin und Arbeit gekostet. Das ist der Grundstein für eure finanzielle Unabhängigkeit und für eure persönliche Verwirklichung. Darauf solltet ihr stolz sein und das auch gebührend feiern. Jetzt denkt ihr, witzig, dass sie uns auffordert zu feiern, denn meiner Erfahrung nach haben Bucerius Law School Studenten eigentlich kein Problem damit, ordentlich zu feiern. Meine Bitte hat aber einen ernsten Hintergrund. Ich sage bewusst bitte, bitte, bitte feiert und zwar ordentlich und genießt es. Das hat die Präsidentin ja auch gerade gesagt. Feiert und denkt mal nicht an morgen. Ich erinnere mich, während meiner Schulzeit und während meiner Studienzeit habe ich mich regelmäßig präventiv bei meinen Eltern entschuldigt und habe gesagt, es tut mir irrsinnig leid, aber die und die Klausur oder Arbeit ist wahrscheinlich schon wieder total daneben gegangen. Es war denen eigentlich egal, weil die eher einen Waldorf-Ansatz hatten und dachten, naja, Hauptsache das Kind wird glücklich. Meistens war die Arbeit dann gar nicht so schlecht, in der Schule auch ab und an die beste, definitiv nicht mehr an der Law School. Ich habe dann aber immer gedacht, naja, abgehakt, what's next? Also statt das Erreichte zu feiern, war ich schon im Kopf bei der nächsten Herausforderung. Und inzwischen weiß ich, den Moment des eigenen Erfolgs, man weiß ja auch nie, wie viele noch kommen davon, gebührend bewusst zu erleben, ist wichtig für das Glück. Jetzt denkt ihr bestimmt, exzellenter Ratschlag, das mit dem Feiern kriege ich wahrscheinlich hin. Ich möchte euch aber auch als etwas Ältere sagen, ihr habt spätestens jetzt Verantwortung. Ihr seid nämlich privilegiert. First World Problem, könnte man sagen. Aber nicht nur, weil euch dieses Studium finanziell möglich war, ihr habt auch die Disziplin und den Intellekt gehabt, um den Bachelor of Laws zu erreichen. Und ich meine das nicht belehrend, sondern ganz ernst, wenn ich sage, dass das nicht jedem vergönnt ist. Feiert also bewusst und macht etwas aus dieser Verantwortung. Denkt selber, verbessert die Welt oder macht wenigstens euch selber glücklich. Aber seid bitte eines nicht, Marionetten fremder Erwartungen oder starrer sogenannter Idealbilder. Denn das wird euch nicht glücklich machen. So, ihr habt gemerkt, das war die Einleitung. Now to the juicy part. Ich werde jetzt ein paar warme Worte über mich selber sprechen, bevor ich euch quasi als Takeaway das sogenannte Isabella-Prinzip mitgebe, nur damit ihr wisst, wohin wir reiten. Nun, erst einmal werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum spricht gerade die hier? Warum ich gebeten wurde, hier zu sprechen, weiß ich selber nicht, habe ich nicht hinterfragt. Ich könnte mir vorstellen, es hat etwas mit meinem Geschlecht oder mit meinem Arbeitgeber zu tun. Das Auswärtige Amt rangiert seit Jahren unter den beliebtesten Arbeitgebern, unter den Juristen. Und Frauen sind meiner Erfahrung nach im Vergleich zu der Zahl der Absolventen immer noch sehr deutlich unterpräsentiert in den Bereichen, wo ich in den letzten 4 Jahren tätig war, also in der Unternehmensberatung, in Banken und auch im höheren Dienst des Auswärtigen Amts. Ich habe mich oft gefragt, wo sind denn die ganzen Frauen? Und ehrlich gesagt immer noch keine Antwort, also vielleicht kann mir diese Frage mal jemand beantworten. Vielleicht hat meine Auswahl aber auch damit zu tun, dass ich die einzige meines Jahrgangs 2006 bin, die nach dem Bachelor of Laws gegangen ist. Das soll kein Aufruf sein, die Präsidentin hat ja gesagt, bitte, Sie bleiben noch. Es hat aber vielleicht damit zu tun, dass ich insgesamt meist einen anderen Weg gewählt habe als die meisten, was zugegebenermaßen nicht immer leicht war.
Jedenfalls ist es mir eine sehr große Ehre, hier zu sein. Und ihr habt es gesehen, der Titel meiner Rede ist Summa Summarum. Mit 29 ist es vielleicht etwas früh, eine Bilanz zu ziehen. Ich möchte trotzdem die Learnings meiner letzten Jahre mit euch teilen. Und was mich dafür qualifiziert, nun, ich weiß heute genau, wer ich bin, was ich will und ich bin glücklich. Und glaubt mir, diesen Weg habe ich auch gefunden durch mein Studium an der Law School. In der Zeit hatte ich nicht nur ein Stipendium von der Studienstiftung, sondern musste auch an der Wirbelsäule operiert werden. Und vielleicht weiß jemand, was ich meine, wenn ich von diesem Notendruck spreche. Exactly. Dann könnt ihr euch auch vorstellen, was es heißt, diesen zu spüren, wenn man frisch operiert, erstmal wieder laufen lernen muss, auf Morphium ist, was körperlich und mental etwas schwierig ist. Warum sage ich das? Ich möchte nicht auf die Tränendrüse drücken oder sagen, hier spricht nicht nur eine Frau, sondern auch jemand mit Behinderung. Mehr Diversity geht nicht. Sondern so eine Situation führt entweder zum Zusammenbruch oder zum Durchbruch. Ich habe mich entschieden, dass es nur der Durchbruch sein konnte. Und ich hatte das Glück, dass mein Körper mitgemacht hat. Ich habe meinem Leben ein komplettes Facelift gegeben, was ich ohne diese Krise wohl nie gemacht hätte. Heute bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil sie mein Leben und mich auf ein neues, auf ein bewussteres Level gehoben hat. Jetzt erst recht. Diese drei Wörter haben sich in dieser Zeit immer mehr zu meinem Mantra entwickelt. Egal wie groß die Herausforderung war, sie haben mir so viel Kraft, Inspiration und Motivation gegeben, dass ich alles irgendwie geschafft habe. In der Zeit habe ich auch meine große Leidenschaft und meine Stärke gefunden, nämlich Grenzen zu überwinden, Ängste zu besiegen und aus der Comfortzone rauszugehen. Heute arbeite ich als Diplomatin, aber ich bin vor allem eins, und jetzt wird es etwas cheesy, aber es ist ehrlich, Unternehmerin meines eigenen Lebens. Ihr habt mit dem heutigen Bachelorabschluss einen Meilenstein eures Lebens erreicht. Die Tür zur Zukunft steht euch noch offener als zuvor und ihr wisst vielleicht noch nicht, welchen Weg ihr gehen werdet. Deswegen bin ich hier. Ich zeige euch meinen Weg, vielleicht ist das einfach interessant, um euren Weg zu finden. Deswegen sage ich euch jetzt kurz, nachdem ich euch gesagt habe, warum ich hier bin, warum ich Jura studieren wollte, vor vielen, vielen Jahren. Und zwar hatte mein Vater während meiner Kindheit immer eine Antwort auf alles und surprise, surprise, er ist Volljurist. Es kommt darauf an, habe ich während meiner Kindheit nie gehört, deswegen dachte ich immer, Juristen hätten stets eine eindeutige und klare Antwort auf alles, dachte ich. Der zweite Punkt war Freiheit. Ich wusste schon damals, dass ein juristisches Studium einem die Freiheit gibt, alles zu machen, was man möchte. Und jetzt sagt ihr, naja, das kann man auch nach einem BWL-Abschluss sagen. Aber glaubt mir, das passt hier besonders gut. Denn ein Jurastudium, da beißt man sich später nicht mehr durch. Das ist ähnlich wie bei einem Medizinstudium. Das macht man in den wenigsten Fällen später nochmal nebenbei in der Abendschule. Es gibt einem die Freiheit, ganz viele Wege zu gehen. Und der dritte Punkt war strukturieren. Ich habe in der Schule nicht nur zu viel gesprochen, sondern auch zu viel geschrieben und dachte, das Studium hilft mir vielleicht, meine Gedanken etwas zu strukturieren. Und in der Tat, das hat es. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, zu meinem Weg. Ihr habt es gehört, warum bin ich hier, warum habe ich Jura studiert. Und jetzt ganz kurz, was habe ich damit gemacht? Ich bin nach dem LLB aus der Law School gegangen, weil ich wusste, ich möchte in die Wirtschaft oder im Bereich internationale Politik arbeiten, habe meinen Master gemacht, die restlichen Stationen aufzuzählen wäre etwas viel, bin aber dann in der Unternehmensberatung für Banken gelandet und bin heute Referentin für nukleare Abrüstung, spezialisiert auf Nordkorea und Weltraumwaffen. Jetzt werdet ihr euch fragen, nicht ganz stringenter Weg, doch. Ich habe einfach das gemacht, was mich interessiert hat und auch meistens das, von dem ich am wenigsten Ahnung hatte. Aber ich habe stets darauf vertraut, dass sich am Schluss diese Teile, diese Interessen zu einem großen Ganzen zusammenfügen und das haben sie zum Glück. Und heute bin ich in einem Job, in dem ich glücklich und zufrieden bin und in dem ich meine Stärken auch einsetzen kann. Und apropos Glück, als Giveaway quasi gebe ich euch noch mein Isabella-Prinzip mit. Wir fangen an mit I. Wie ich. Ihr habt schon gemerkt, der Vortrag ist etwas selbstzentriert, aber ich dachte, wenn ich schon mal da bin.
ähnlich wie ich, der Weg zur Zufriedenheit und Erfolg fängt damit an, dass ihr euch damit beschäftigt, wer ihr seid, was ihr wollt und was ihr mit eurem Leben anstellen wollt. Nun werdet ihr sagen, naja, das habe ich ja spätestens beim Aufnahmetest an der Law School schon gezeigt, wer bin ich, was will ich und so weiter. Gut, angenommen, ihr kennt euch also schon, wart ihr auch immer erfolgreich? Klar, Erfolg ist Definitionssache, viele machen ihn an Macht, Reichtum und Schönheit fest. Meine Definition von Erfolg ist, sich persönliche Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Und dieser Wunsch der Menschen, erfolgreich zu sein, Träume und Ziele zu erreichen, der ist so alt wie die Menschheit selber. Und doch gibt es kein Thema, an dem die Menschen so oft gescheitert sind. Überlegt euch mal, wie hoch ist die Erfolgsquote von Vorsätzen für das neue Jahr? Das sind ganze 24%. Und bei langfristigen Zielen ist es noch viel niedriger. Das heißt, du musst deine wahren Ziele kennen, nicht irgendwelche Ziele, die toll kennen oder andere toll klingen oder andere beeindrucken, sondern deine Ziele, die zu deinen Werten und Bedürfnissen passen und die dich inspirieren. Ich gebe euch mal eine Frage mit. Frag dich an deinem allerbesten Arbeitstag, dem Tag, an dem du nach Hause kommst und überzeugt bist, dass du den allerbesten Job der Welt hast. Was hast du an dem Tag gemacht? Überlegt euch das mal. So, jetzt kommen wir zum zweiten Buchstaben, S. S wie Sorgfalt. Definition von Sorgfalt. Ich habe gelernt im Jurastudium, Definitionen sind wichtig. Sorgfalt ist, dass man sehr genau arbeitet und sich bemüht, keine Beschädigung zu verursachen. Und ich weiß, das klingt wie ein Rat aus den 50er Jahren, wenn ich jetzt sage, es ist mehr als die halbe Miete, pünktlich zu sein, adrett zu sein, gut vorbereitet und zu allen freundlich zu sein, zu allen Kollegen und Mitarbeitern. Ich sage das, weil ich es auch schon anders erlebt habe. S habe ich zwei geteilt, damit ich mehr reden kann. Einmal Sorgfalt und das zweite ist Struktur. Für mich war das so ein bisschen die Geheimwaffe, alles machen zu können, was mich interessiert. Als ich zur Bankenberatung bin, fand ich das toll, dass die mich genommen haben und mir zugetraut haben, Fusionen zwischen Banken mitzumachen. Ich hatte aber wenig Ahnung. Was habe ich genommen? Die Geheimwaffe der Juristen. Erst einmal immer schön strukturieren. Das hat manchmal auch, ehrlich gesagt, gereicht. Der dritte Buchstabe, A wie achtsam. Achtet darauf, was euch gut tut, wer euch gut tut und zieht es dann auch durch. Und zum Zweiten, legt die Angst ab. Macht euch bewusst, dass das Leben kurz ist und das klingt auch wieder abgedroschen, aber ich kann nur sagen, nachdem ich bei meiner zweiten OP dem Tod quasi ins Auge geblickt habe, ist Carpe Diem für mich kein Poesiealbumspruch mehr. Habt den Mut, das zu machen, was ihr wollt und was euch glücklich macht. Und auch hier gebe ich euch eine Frage mit, die ich mir regelmäßig stelle. Würde ich heute etwas anderes machen, wenn es der letzte Tag in meinem Leben wäre? So weit, so oft gehört. Nur, wenn die Antwort zu oft ja ist, ändere ich auch etwas. Und das kann ich nur empfehlen. B, wie behindert. Meine verschiedenen Operationen haben mich in der Tat, wie gesagt, nah an den Tod geführt. Aber sie haben mir vor allem auch durch lange Klinikaufenthalte gezeigt, dass es immer noch schlimmer geht. Ich war eine Zeit lang im Rollstuhl und kann nur sagen, das war ein guter, excuse my language, Arschlochfilter. Und auch jetzt habe ich durch diese Geschichte gewonnen. Warum? Ich habe geschafft, schon jetzt und nicht erst im Alter gelassener zu sein. Auch das sehr zu empfehlen. Ich habe es auch relativ früh geschafft, die Probleme unserer Kreise als Luxusprobleme zu identifizieren und die Dinge, die wirklich zählen, zu erkennen. Und deswegen, so paradox es sich anhört, aber die Behinderung hat mich glücklich gemacht, weil es mir Gelassenheit geschenkt hat. Und vielleicht da eine kleine Anekdote, ich hatte Anfang des Jahres, also wie man sieht, mir geht's gut, aber ich habe immer ein paar kleine Folgeerscheinungen und hatte eine Zwerchfellverspannung, kriegt man schlecht los auf Luft, ist aber nicht gefährlich. Und in der Zeit jetzt im Januar und Februar hatte Nordkorea ja diesen Nukleartest, Raketenstarts und so weiter. Und ich habe ein Riesenkompliment bekommen, weil ich in der Zeit so gelassen war. Natürlich wusste keiner, dass ich andere Probleme hatte. Und ich habe mir immer gedacht, Hauptsache ich kriege Luft, das andere kriegen wir schon hin. Jetzt sind wir bei E wie empathisch. Klar, Empathie ist wichtig. Ich möchte damit aber auch nochmal unterstreichen, umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun, mit Menschen mit den gleichen Zielen
und haltet euch von Menschen fern, die euch negativ beeinflussen. Hier ein Zitat von Erich Kästner: Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Das lasse ich einfach so stehen. So, jetzt kommen wir zu L, wie lots of. Damit meine ich, probiert viel aus. Auch wenn ihr jetzt schon wisst, wer ihr seid, was euch interessiert, dass ihr unbedingt Anwalt für Seerecht werden wollt oder wie auch immer, das ist toll. Aber trotzdem rate ich euch, genießt eure jugendliche Freiheit, um neue Dinge auszuprobieren. Denn sonst kann es sein, dass ihr Dinge überseht, die ihr nie gefunden hättet. So, das zweite L ist Love. Braucht man immer, kommt immer gut. Ich möchte sagen, plant nicht nur eure Karriere, sondern setzt euch auch Ziele für das Privatleben. Denn Leben und Arbeiten und Lieben sind ja miteinander verbunden. Mehr sage ich dazu einfach nicht. Kommen wir zu dem letzten Buchstaben, zu A, wie ausdauernd oder auch Action. Ich habe bereits gesagt, dass ihr eure Ziele finden solltet, eure Ziele, die euch inspirieren und zu euren Werten und Bedürfnissen passen. Das reicht aber nicht. Ihr solltet euch auch eure Methode suchen, wie ihr sie umsetzt. Da gibt es zig Methoden, deswegen überlasse ich das euch und komme zum Schluss. Was wollte ich also sagen? Einmal, dass die Überwindung der eigenen Grenze die stärkste Quelle für persönliche Zufriedenheit ist. Und wenn ihr nur eine Sache von dieser Rede mitgenommen habt, dann bitte das. Findet euer eigenes Paul oder Leonie oder Moritz oder Thorsten oder eben Isabella-Prinzip. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Abschluss.